Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es, wie ihr hier sehen könnt, um das Video Nummer 79, dem Zitronensalmler, einem der echten Salmler. Vorher wollte ich euch aber nochmal darauf hinweisen, schaut mal auf meiner Facebook-Seite vorbei und natürlich auch auf meiner Instagram-Seite. Dort findet ihr wie immer interessante Posts und ihr bekommt auch immer mit, wenn ein neues Video da ist. Und es würde mich freuen, wenn ihr mir da auch folgen würdet. Und jetzt viel Spaß beim Video. Jetzt geht es weiter um den Salmler. Dieser kommt aus Südamerika, im Bereich des mittleren Brasiliens und lebt dort in Schwarzwasser, in kleinen Bächen und Flüssen, diese sehr stark verkrautet sind. Darum ist auch wichtig, dass euer Aquarium gut bepflanzt ist und auch etwas abgedunkelt. Die Temperaturen in diesen Bächen liegt etwa zwischen 22 und 29 Grad Celsius, der pH-Wert etwa zwischen 5,5 und 7 und die deutsche Gesamthärte zwischen 2 und 20, also eine relativ große Spanne. Im Aquarium leben sie dann in der mittleren Wasserregion und sollten in Aquarien ab 100 Liter gehalten werden, also mindestens eine Kantenlänge von 80 cm. Normalerweise wäre es besser, wenn das Aquarium noch etwas größer ist, weil diese Fische wirklich sehr schwimmfreudig sind und dadurch auch mehr Platz brauchen. Dieser Salmler ist typisch gekennzeichnet durch seinen rautenförmigen Körperbau, genau wie die meisten anderen Salmler. Sie werden etwa 4 cm groß und haben ein markantes rotes Auge und gelb-schwarz gefärbte Rücken- und Afterflossen. Der restliche Körper ist leicht gräulich oder grünlich mit silbernem Schimmer gefärbt und das Männchen kann man dadurch unterscheiden von dem Weibchen, dass es einen viel stärkeren schwarzen Saum an der Afterflosse hat und das Weibchen ist etwas fülliger als das Männchen, wie auch bei allen oder vielen anderen Salmern. Sie sollten dann in Schwärmen von mindestens 10 Tieren gehalten werden, dadurch, dass sie sehr gesellig sind und wirken natürlich dann in einem größeren Schwarm auch viel besser. Ich würde auf jeden Fall ein paar mehr Tiere, 15 Stück schon nehmen. Und sie sollten dann in wirklich dunkel gehaltenen, bepflanzten Aquarien gehalten werden mit Torffilterung. Dadurch, dass der pH-Wert relativ gering sein sollte, ist das sehr zu empfehlen. Und es kommt natürlich im Schwarzwasser auch viel näher als normales Klarwasser. Sie fressen vorwiegend eigentlich Mückenlarven und Frostfutter. Besonders schwarze Mückenlarven nehmen aber auch sehr gut Flockenfutter und Granulat an, welches natürlich dann zur guten Färbung beitragen kann, dadurch, dass da Farbstoffe mit drin sind. Zur Zucht ist noch zu sagen, dass sie schwierig ist im Gegensatz zu anderen Fischen. Dazu wird ein kleines Becken benötigt mit etwa 60 Liter und 30 cm Höhe. Kann natürlich auch etwas höher sein, aber vom Vorteil ist eine niedrigere Höhe. Dort werden dann starke Wasserwechsel durchgeführt, das eine Regenzeit simulieren sollte. Und so werden die Paare stimuliert. Das heißt, sie fangen an, sich zu balzen. Und dann sollte auf jeden Fall noch zusätzlich sehr stark mit Mückenlarven gefüttert werden, am besten schwarze Mückenlarven. Das Wasser sollte leicht alkalisch sein und die Härte wirklich niedrig, durch eben Regenwasser wird sie ja verringert. Und dann fangen sie an zu balzen und legen Eier auf feinfiedrigen Pflanzen ab. Nach diesem Eiablegen sollten die Fische auf jeden Fall entfernt werden, dadurch, dass sie halt Laichräuber sind und sonst die Eier fressen würden oder auch ihre eigenen Jungen. Die Larven schlüpfen dann nach einem Tag aus den Eiern und nach 5 Tagen sind sie Freischwimmer, also schwimmen umher und können mit Infusorien gefüttert werden. Nach ein paar Tagen, wenn sie etwas größer sind, können sie dann schon mit Artemia-Nauplien aufgezogen werden und später auch dann mit größeren Futtersorten, aber bis dahin auf jeden Fall mit sehr feinem Futter. Dann wollte ich noch sagen, dass sie ungefähr ab 3 Euro pro Tier zu bekommen sind und sind also relativ günstig. Und das war es dann auch schon wieder von mir heute und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch mit meinem anderen Projekt. Mittlerweile kommen ja schon die Pflanzen ins Aquarium und bis die Tage.